Waldshut-Tiengen. Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Montagabend, den 31. Oktober 2022, am Busbahnhof in Waldshut-Tiengen, Ortsteil Waldshut, befindet sich ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft. Nach Mitteilung der Polizei war kurz vor Mitternacht der Polizei dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte löste sich die tumultartige Situation auf. Ein 21 Jahre alter Mann wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in einem Krankenhaus operiert. Es besteht keine Lebensgefahr. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Mann, der in der Nähe vorläufig festgenommen wurde. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, konnte an der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Gegen den Tatverdächtigen, afghanischen Staatsangehörigen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.